Grüß Gott, meine Damen und Herren. Willkommen, liebe Eishockey-Freunde, die uns über zwei Wochen lang die Treue gehalten haben bei unseren 30 Übertragungen von der Eishockey-Weltmeisterschaft. Zunächst in München und dann in Düsseldorf. Das letzte Spiel dieser Weltmeisterschaft beschreitet der neue und alte Weltmeister UdSSR gegen Schweden. Ein Spiel, das keine Entscheidungen in der Weltmeisterschaft mehr bringen kann. Ein Spiel, das aber vielleicht zum Abschluss noch einmal schönes Hockey bringt, vielleicht sogar einen spannenden Spielverlauf und sicherlich auch phasenweise Weltklasse-Hockey. Denn ich könnte mir vorstellen, dass der Weltmeister UdSSR gerade in diesem Spiel, in dem es eigentlich nur mehr ums Prestige geht, doch sein großes Können noch einmal ausspielen wird. Wenn es für die UdSSR in diesem Spiel um etwas geht, dann höchstens darum, zum zweiten Mal nach 1973 in einer Doppelrunde ungeschlagen zu bleiben. Also mit dem Maximum von 20 Punkten aus 10 Spielen Weltmeister zu werden. Die Schiedsrichter dieser Begegnung sind mit Nummer 7 der Finne Tepponen und ganz im Hintergrund der Kanadier Braun mit der Nummer 2. Und das Spiel hat begonnen mit der UdSSR ganz in den dunklen roten Trikot von rechts nach links. Es beginnt die erste Formation der UdSSR. Mit Svetja im Tor, Lutschenko Nummer 3 und Vasiljev Nummer 6 in der Abwehr. Mit Mikhailov Nummer 17, Petrov Nummer 16, Mikhailov 13, Petrov 16 und Kharlamov Nummer 17 im Angriff. Die Schweden mit Östling 3 und mit dem zweiten Verteidiger Johansson 9 und dem ersten Sturm aus Leksand, Labrot 21, Holberg 26 und Söderström Nummer 23. Labrot, Petrov, Kharlamov, im Tor bei den Schweden, Leifhonsen, Holmgren. Willi Lindström. In der Zwischenzeit bei einem Fliegenwechsel bereits der größte Teil der zweiten Linien auf dem Eis. Das ist bei den Schweden in der Abwehr Weinstock Nummer 5 und Salming Nummer 7 im Angriff. Willi Lindström Nummer 19, Brasa Nummer 22 und Kapitän Kurt Lundström Nummer 17. Bei der UdSSR Ljapkin und Tigankov. Ljapkin 5, Tigankov 7 in Abwehr. Schalimov 9, Chadrin 19 und Lebedev Nummer 11 im Angriff. Ja, Mikulov spielt jetzt im Moment anstelle von Chadrin. Mikulov also mit Schalimov und Lebedev. Ein schwerwiegender Ausfall bei der UdSSR. Stürmerstar Alexander Jakuschew kann wegen einer Knieverletzung, die er sich im Spiel gegen die Tschechoslowakei zugezogen hat, nicht mehr mitmachen. Schalimov vom Tor. Schalimov trinkt sowohl nach 2 Minuten und 18 Sekunden. Der 10. Treffer von Viktor Schalimov, der damit in der Torschützenliste bereits 18 Punkte aufweist und fast nicht mehr einzuholen ist. Das könnte der neue Torschützenkönig dieser Weltmeisterschaft werden. Viktor Schalimov. So rasch die dritten Linien. Hier haben wir Filipov Nummer 26 und Fjodorov Nummer 4 in der sowjetischen Abwehr. Kapustin Nummer 8
Anisi Nummer 22 und Weißhef Nummer 10 im Angriff. Bei den Schweden Nummer 27 Wittström, Nummer 24 Jackson, Nummer 11 Pettersson im Angriff. Und in der Abwehr Nummer 6 Weißhin und Nummer 4 Milton. Kapustin und Håkan Pettersson. Jack. Weißhef, das hätte eigentlich eine 2-Minuten-Strafe sein können, denn Weißhef wurde doch behindert. Olberg. Söderström. Labrotten. Nun ganz schnell eine brandheiße Fußballmeldung für die Fußballfreunde aus Österreich, die vielleicht Ergebnisse der 28. Meisterschaftsrunde der deutschen Fußball-Bundesliga wissen wollen, denn vor wenig Minuten ist diese Runde zu Ende gegangen. Die wichtigsten Ergebnisse: Mönchengladbach verliert in Berlin gegen Hertha 1:2, Bayern München schlägt Tennis Borussia 3:1. Köln gegen Braunschweig 3:0 und Kickers Offenbach gegen Eintracht Frankfurt 2:1 und im Abstiegsderby in Stuttgart ein Unentschieden zwischen VfB Stuttgart und Werder Bremen. Weinstock. Brasa. Lindström. Harlamov, Vasiljev, der gemeinsam mit Tretjak, mit Petrov und Jakuschev in das All-Star-Team gewählt wurde. Harlamov, Petrov, Mikhailov, Petrov und Lindström. Lindström. Harlamov für Ljapkin und Stiksalming. Harlamov, Vasiljev, Vasiljev, Vikulov und Hopkin, Holmgren. Shalimov. Viking. Lebedev.
Vikulov, Shalimov. Und Thompson hat alle Mühe, Jaski. Oscar Pettersson, Jaski. Nach 7 Minuten und 47 Sekunden, also 1:0 für die UdSSR durch den Treffer von Viktor Shalimov nach 2 Minuten 18. Viktor Shalimov war schlechthin die Entdeckung der sowjetischen Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Er, ein WM-Debütant, wahrscheinlich Schützenkönig. Nummer 9, das ist Shalimov. Gankov, Lebedev. Ljapkin. Shalimov. Lavrov. Dann Söderström, Östling. Lavrov. Olberg. Shalimov, für Kapustin, Brazar, der schwedische Coach. Pettersson. Das ist die Nummer 1 unter den WM-Schiedsrichter Thomas Braun aus Kanada. Ein Schiedsrichter, der vor allem deshalb überzeugt ist, da die gänzlich breite Regelauslegung. Er hat eine gesunde Härte, wie sie im Eishockey einfach Grundvoraussetzung ist, toleriert und hat sich jede Kleinigkeit abgepfiffen. Das Verhalten hat sich besonders ausgezeichnet. Filipov. Fyodorov. Kapusti. Kapusti. Tor des Alexander Falske. 2:0. Nach 10 Minuten und 18 Sekunden. Falske 2:0. Noch einmal die Wiederholung. Kapustin, er schaut. Und Honken sah nicht sehr gut aus bei dieser Abwehrreaktion. Aber es ist natürlich sehr schwer für einen Torhüter, wenn einen Schuss aus so kurzer Entfernung parieren muss. Der Schuss schien nicht allzu scharf, aber war natürlich sehr tückisch. Maltsev, der seine ganz große Weltmeisterschaft 1970 in Stockholm hatte, wo er Schützenkönig wurde, hat nun 6 Treffer bisher erzielt. 6 Treffer also hier in München und in Düsseldorf. Jack.
zeigt ihn. Und Trebnjak. Björn Juhan. Söderström, Olberg, Labrosen, Trettjak. Mit diesen beiden bisherigen Treffern hat die Sowjetunion bisher 79 Tore bei dieser Weltmeisterschaft erzielt. Das ist allerdings, Stockholm ist ja 21 Tore weniger als bei der Weltmeisterschaft in Moskau 1973, wo auch alle Spiele gewonnen wurden, wo man allerdings 100 Tore geschossen und 18 erhalten hatte. Aber da gab es natürlich drei ganz, ganz hohe Ergebnisse. 20-0 gegen Polen und 35 Tore in zwei Spielen gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und Lindström verfehlte. Vikulov. Lindström. Noch einmal Lindström. Das wäre eine Möglichkeit für den schwedischen Kapitän. In Moskau gab es also die hohen Siege der UdSSR hier in Düsseldorf und auch zuvor in München. War der höchste Sieg der UdSSR ein 15:1 gegen Polen im zweiten Spiel und ein 13:2 der Sowjetunion gegen Polen im ersten Spiel. Und ähnlich wie in München, wo die Sowjetunion gegen Schweden mit 4:1 gewonnen hat, haben die Schweden auch hier in Düsseldorf Chancen, aber sie können die Chance nicht ausnutzen. In München war es eben. Malte Björn Juhan. Fjodorov. Malte. Und dann ist die Verfehlte. Östling. Wieder Malte. Fjodorov, Malte. Und Max Holberg, Lavrov, Söderström. Und Östling.
Charlamov. Go! Tor! Tor von Torhüter Holmqvist, ist die Scheibe ins Tor gesprungen. Ein etwas kurioser Treffer, aber Holmqvist konnte ja nichts dafür. Wurde nämlich angeschossen dann von rückwärts von Charlamov. Für die Wiederholung. Ja, wegschießen wollte er die Scheibe und schießt selbst ins Tor. Torschütze Charlamov, vielleicht eine kleine Parallele zum gestrigen Spiel USA gegen Polen, wo Bud Schneider ebenfalls die Scheibe ins amerikanische Tor geschossen hat, als auch ein Eigentor produziert hat, das es aber im Eishockey nicht gibt. Nach 14 Minuten also bereits 3:0 für die UdSSR. Pettersson, Lebedev, Shalimov, Vikulov, Lebedev, Ljapki, Wikström, noch 3,5 Minuten im ersten Spieldrittel zu spielen. 4:0 also für die UdSSR, die heute einem ganz klaren Erfolg in diesem letzten Spiel entgegensteuert und die damit nach 1973 also zum zweiten Mal eine Doppelrunde ungeschlagen beenden wird. Jedenfalls ein Jahr der bitteren Enttäuschungen, ein Jahr der echten Ernüchterung. Die Abgänge nach Kanada und Amerika in die Profiligen waren zu groß, sie konnten nicht verkraftet werden. Und diese schwedische Mannschaft hatte keine Chance in dieser Weltmeisterschaft, nur die geringste Rolle an der Spitze zu spielen. Ja, man muss eigentlich recht froh darüber sein, dass man noch die Bronzemedaille gewonnen hat. Dies nur aufgrund der etwas besseren Tordifferenz gegenüber Finnland. Holberg. Anisin. Meite. Fyodorov. Lindström. Brazar.
Björn Johansson und Christian. Der beste Torhüter dieses Weltmeisterschaftsturniers, Fred Jack. Lindström für Lundström. Petrov. Ah ja, konnte sich dieses kleine Kabinettstück erleisten. Es ist nichts passiert. Schenko. Michailov, Charlamov, und jetzt wollte man es zu lästig machen. Lundström. Weinstock. Michailov. Schenko. Boris Michailov, der sowjetische Kapitän. Vikulov. Schön gemacht von Lebedev. In diesem Schlussspiel der Weltmeisterschaft hier in Düsseldorf sind gespielt. 4:0 für die UdSSR gegen Schweden. Im zweiten Spieldrittel wird die schwedische Mannschaft von rechts nach links spielen mit einem neuen Tormann, mit der Torhüter Göran Högotzer, der nun anstelle von Leifhonken Holmqvist ins Tor gegangen ist. Zu 0 also für die UdSSR nach 20 Minuten. Ein klarer Erfolg in einem recht lebhaft geführten Spiel. Sehr fair, aber immerhin ein Spiel, das phasenweise schon sehr schönes Hockey gebracht hat. Lutschenko, Vasiljev, die schwedische Mannschaft hat den Torhüter gewechselt. Es spielt nun Högustad, Nummer 25. Wie schaut eigentlich in der Torschützenliste vor den letzten 40 Minuten dieser Weltmeisterschaft aus? Viktor Schalimov hält bei 18 Punkten. 16 Punkte haben Petrov und Jakuschew, beide ebenfalls UdSSR, wobei Jakuschew ja nicht mehr spielt und deshalb also sein Score nicht verbessern kann. Und dann mit 15 Punkten 5 Spieler, darunter auch 2 Schweden, Lundström und Ohlberg, sowie Schadrin, Karlamov und Michailov aus der UdSSR. Sigankov, Lebedev, Schalimov. Vikulov,
Und Tor, schön gemacht. Mikulov, 5:0. Nach einer Minute und 33 im zweiten Drittel. Herrliches Solo von Mikulov. Höchster weit herausgefahren und richtig gemacht von Mikulov. So ist der Höchster, der hat keine Möglichkeit dann mehr einzugreifen. 2:0 Frage des Publikums, wo sind die Profis? Das ist die Frage, die praktisch die Zukunft dieser Weltmeisterschaft bestimmen. Gut, Wikström mit 9000 Zuschauern, ein tapfvolles Eisstadion hier zum Abschluss in Düsseldorf im Stadion an der Bremenstraße. Håkan Pettersson. Läuferisch und stocktechnisch klar besser. Ha. Jeder sowjetische Spieler. Wikström. Labros. Im zweiten Drittel also bereits 6:0 für die UdSSR. 6:0 für die Vorlage kam von Kalamov und das bringt ihm einen weiteren Punkt. Damit hat er ebenfalls 16 Punkte in der Schützenliste. Petrov, Mikhailov, Vasiljev, Braza, Luchenko.
Salming und Rechjagd. Olberg. Wikström. Und jetzt Tor durch Davos. Nach Davos.
Weintraub. Neun Minuten und zwei Sekunden im zweiten Drittel gespielt. Aber ein Spiel so richtig nach dem Geschmack des Publikums. Vor allem jetzt im zweiten Drittel zwei sowjetische Tore hintereinander und dann zwei schwedische Tore innerhalb von nur 20 Sekunden. Und nun der Vorwand, wenn es um meine Unterricht wird. Regulato für Brezjak. Pettersson. Wikström. Und Gregorato kommt beim ersten Aufstieg. Und der können ausfliegen. Ja, geht. Pettersson. Wikström. Weiti. Lebedev. Pettersson. Vikulov. Lebedev. Yapki. Kapustin. Holberg. Lavrotti. Wieder Malzev. Und Högotta und Lavrov. Auch eine kleine Umstellung jetzt in der sowjetischen Abwehr. Statt Filipov spielt nun wieder Djurin mit der Nummer 21. Hier haben wir Djurin gegen Lavrov. Nach wie vor also ein betont faires Spiel, kein einziger Ausschluss und sehr schöne Szenen auf der Hand. Etwas mehr als die Hälfte des Spieles ist also vorbei und 6:2 für die UdSSR gegen Schweden in diesem letzten Spiel der 42. Eishockey-Weltmeisterschaft. Brasar, Lindström, Weinstock, wieder Willi Lindström. Abschneiden. Kalamov war bereits im Angriffstreffer. Salming. Doch und zurück. Grivolato. Wie
ist ja also sehr gut, Krivolapov, in diesen ersten Minuten, in denen er spielt, und er hatte schon einige Arbeit. Harlamov, Zweitstock. Petrov, Lundström. Vasiljev. Luchenko, Mikhailov. Wieder Luchenko. Petrov. Vasiljev. Solo von Vasiljev. Mikhailov. Luchenko. Wir spielen noch knappe 7 Minuten in den zweiten Drittel. Ein Spiel mit sehr wenig Unterbrechungen, sehr, sehr flott geführt. Lebedev, Schalimov und abgepfiffen wieder abseits. Schalimov, der 11. Treffer und 19. Punkt für den führenden Mann in der Torschützenliste. Nummer 9, Assistent Vikulov, Nummer 18. Set 2 bei Schalimov, Nummer 9, Assistent Vikulov, Nummer 18. Der hat Björn Johansson erwischt. Ja, und hier sehen Sie schon, ein ganz scharfer Schuss von Fjodorov, der ihn getroffen hat, Blutspuren am Eis, aber Johansson ist mit eigener Kraft hinausgegangen. Im Gesicht getroffen worden von diesem Schuss von Fjodorov. Aber das ist eben das Alltagsrisiko eines Eishockeyspielers. Fjodorov. Ja, und am Ohr wurde Johansson getroffen. Högotta. Labrotten. Thank you.
Hans Olberg. Herrlicher Schuss von Olberg. Weinstock. Lundström. Und der Rivolato. Noch 4,5 Minuten im zweiten Drittel, 7:2 die Führung der UdSSR. Aber trotz dieses überlegenen Vorsprungs der UdSSR bisher kein fades Spiel und auch kein einseitiges, eintöniges Spiel. Auch die Schweden haben zeitweise sehr schöne Chancen herausgearbeitet, aber im Abschluss versagt. Lindström. Und Lindström versagt. Michailov. Charlamov. Vasiljev. Schöner, Petrov. Jak. Jak. Salmin. Schenko, Mikhailov, Pass über zwei Linien. Ja, und hier haben wir Björn Johansson, er wird weiterspielen. Das ist das Erfreulichste in diesem Moment. Keine ernste Verletzung also bei Johansson. Lebedev. Tsigankov. Milton. Jak. Milton. Tsigankov, Milton, ja, Lindström, Rivolato, noch 2 Minuten und 8 Sekunden im zweiten Spieldrittel und nach wie vor also 7:2 für die UdSSR. Damit also 84 Tore von der UdSSR bisher bei einer Weltmeisterschaft erzielt bei 21 Gegentreffern. Nur die Tschechoslowakei hat weniger Tore erhalten, nämlich 19, dafür war fast 30 weniger erzielt als die UdSSR, nur 55. Mit einem Turban wird also Johansson jetzt weiterspielen. Jurin. Högostad. Holberg. Salmi.
schaut eigentlich im Fair Play Cup dieser Weltmeisterschaft aus, der ja nach einem etwas umstrittenen Modus ausgespielt wird. Jedes Land hat 200 Punkte als Basis, davon werden die Strafminuten abgezogen und für jeden Treffer ein Punkt addiert. Das benachteiligt von Haus aus natürlich die schwächeren Länder. Nun in diesem Fair Play Cup führt Judith sehr ganz überlegen vor Schweden. 225 Punkte gegenüber 143 Punkte, also man könnte sich heute sogar noch 14 Minuten Strafe leisten.
Klimov. Ljapski. Und ein Souvenir mehr. Ein Punkt mehr, der ID-Zuschauer reingeschossen wurde. Der Verschleiß an Scheiben bei der Weltmeisterschaft ähnlich groß wie in den letzten Jahren. Der wenigen Spieler bei dieser Weltmeisterschaft, der keine Strafe bekommen hat. Brava, Rimola. Das ist bei Brasilien eher der Handball, der ja in den vergangenen Jahren sehr oft als ein sehr harter Handball, auch unfairer Spieler bekannt war, aber er hat sich sehr gewandelt. Überhaupt, man feststellt uns, dass dieser Schlendrian, diese Härte, die beim Vorgänger von Kulagin, beim Sevlov, Bobrov nach der ersten Konfrontation mit den kanadischen Profis eingerichtet ist, nun wieder praktisch nicht mehr zu sehen ist. Schalimov. Lebedev. Tiganskov. Peterson. Noch 10 Minuten in dieser Weltmeisterschaft.
der 42. Eishockey-Weltmeisterschaft gespielt. Die Gesamtzuschauerzahl bei dieser 42. Weltmeisterschaft in der Bundesrepublik Deutschland 171.700, 86.500 in München, 85.200 in Düsseldorf. Das überrascht etwas, da man in Düsseldorf mit einem noch besseren Besuch gerechnet hätte. Aber die Entscheidungen waren zu früh gefallen. Das ist ein Schnitt von 5.700 bei einem durchschnittlichen Fassungsvermögen für München und Düsseldorf von knapp 10.000, also nicht ganz 60%. Der Plätze war insgesamt ausverkauft. Thank you.
6 Minuten 48 Sekunden noch zu spielen. Die Wiederholung aus einer anderen Perspektive. Sehr knapp am Tor vorbei. Über Torhüter Krivolato hinweg, aber doch am Tor vorbei. Holberg. Heute im letzten Spiel der 8. zweistellige Sieg bei dieser Weltmeisterschaft. Passkontingent dieser zweistelligen Siege kann ja die Liste auf ihr Konto buchen. Zweimal gegen USA, zweimal gegen Polen und Zug gegen Schweden. Петров. Васильев. Васильев.
das Zuspiel für den plötzlich nach vorne gestoßenen Matthias. Und damit steht es also 4 Minuten 1 Sekunde weiter in den Spielen. 12:4. 12:4 nach Brasilien, Nummer 6, Assistent Petro, Nummer 16. 12:4 nach Brasilien, Nummer 6. Was ein Tag der offenen Tür ein Freistadion an der Düsseldorfer Bremenstraße. Weltmeisters. Ein Spiel, das eben da nichts mehr ging.
Kolbe und Sachweiter. Noch einmal, Heidsteff noch 15 Sekunden davor. Heidsteff von Dresden zu 4. Und Heidsteff im letzten Spiel also. Der erfolgreichste Schütze der DDR mit 3 Toren. Die Logik im letzten Spiel dieser Welt.